Tja, ich sitze hier gerade vor den geschlossenen Servern. Was bedeutet das? Es bedeutet, es kommt ein neues Update raus. Und mit diesem Update gibt es einige Veränderungen. Wahrscheinlich aber auch Veränderungen, die High-Level-Spieler nicht unbedingt betreffen. Tja, wenn ich mich schon so früh morgens hier aus dem Bett quälen muss, dann wird es hart. Es gibt ein neues Update und zwar ein Update, was, ja, wie gesagt, was eigentlich hauptsächlich die Anfänger im Game betrifft. Warum gibt es dieses Update? Viele hoffen ja schon seit Wochen und Monaten auf ein großes neues Update, vielleicht ein neues Gewässer und ähnliches. Man muss natürlich auch verstehen, was in dem letzten Jahr oder im letzten halben Jahr passiert ist. Es drohte sozusagen eine Konkurrenz und man muss auch sagen, RF4 hatte speziell in dem Bereich, der jetzt geändert wurde, Defizite und diese Defizite wurden angegangen. Warum genau jetzt? Naja, weil eben die besagte Konkurrenz drohte. Die Konkurrenz, ja, war nicht mehr da, aber das angegangene Update natürlich schon angestoßen, das musste natürlich auch durchgezogen werden und dementsprechend ist das jetzt vollendet. Nichtsdestotrotz, es wird natürlich an all dem, was auch schon angekündigt wurde, nach wie vor weiter gearbeitet. Wir schauen mal eben rein in das Update und ich glaube, der größte und wichtigste Punkt ist tatsächlich, das Tutorial wurde komplett überarbeitet und wenn ich mir das jetzt so anschaue, wie das verändert wurde, was da verändert wurde, würde ich fast sagen, wenn man jetzt in dem Levelbereich ist, von 0, von mir aus bis Level 12 oder vielleicht sogar 14, ich glaube, ich würde neu anfangen. Gerade wenn man anfangs schon einige Fehler gemacht hat, vielleicht hat man schon seine ersten Rollen zerschrottet und die ersten Routen gekillt. Ja, ich glaube, ich würde einfach einen neuen Account machen. Also mit diesem Tutorial wird man deutlich besser rangeführt. Zu den Infos haben wir ja drin stehen, ein neues Tutorial wurde im Spiel hinzugefügt, genau. Tipps zu bestimmten Spielsystemen wurden hinzugefügt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, zu den wichtigsten Tätigkeiten, zu den wichtigsten Bedienelementen im Game gibt es Informationen. Ich starte selbstverständlich auch dazu nochmal eine extra Tutorial-Serie für den Einstieg. Das heißt, auch ich werde da nochmal hart reingehen in das Tutorial. Bin auch sehr, sehr gespannt, wie schnell man und wie gut man jetzt aktuell vorwärts kommt. Ja, und dann kommen wir auch schon zu einem ganz wichtigen Punkt. Für das Erreichen der ersten 10 Level im Spiel erhalten Spieler verschiedene Geschenke. Das boostet einen natürlich schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Das heißt, man hat weniger Schwierigkeiten am Anfang, man kommt deutlich leichter ins Game und wird einfach besser an das Angeln herangeführt, an die verschiedenen Fischarten und Gewässer herangeführt. Im Zuge dessen wurde der Waldsee als Startgewässer, als Tutorial-Startgewässer quasi eliminiert. Also das war's nun mit Frösche stippen am Waldsee. Das Gewässer ist komplett weg und sämtliche Gegenstände, die man quasi im Haus am Waldsee hatte, befinden sich jetzt quasi in den anderen Häusern, die man zur Verfügung hat. Des Weiteren konnte man ja am Waldsee auch regelmäßig Ausrüstung sich nachordern oder dass man quasi seine, wenn man gar keine Routen mehr hatte, dass man sich da dann ein Ersatzset holen konnte. Das ist nach wie vor möglich, natürlich jetzt nicht mehr am Waldsee, sondern an den ortsansässigen Verwaltungen. Das heißt, man geht einfach zur Verwaltung hin und sagt, Alden, ich habe alles geschrottet, ich brauche dringend so eine Ersatzroute und dann wird einem da geholfen. Ja, um es den meisten Anfängern noch etwas leichter zu machen, was sich allerdings auch für hochlevelige Spieler auswirkt, ist, dass die Preise für verschiedene Fischarten sich geändert haben und zwar mit dem Beisatz, die Preise wurden erheblich erhöht.
Ja, wie viel nun erheblich ist, ich denke, das werden wir in naher Zukunft alles ratzfatz rausgefunden haben. Genauso wie auch der Hinweis, dass sich die Vorlieben mancher Fische gerade wahrscheinlich im Anfängerbereich für verschiedenste Köder auch oder ja die Vorlieben von Ködern verändert haben. Heißt also, vielleicht gibt es jetzt einfach eine größere Palette von Ködern für Fisch XYZ. Das heißt, wir haben wohl eher die Chance, mit einem Regenwurm einfach vielleicht noch eine breitere Palette an Fischen zu fangen. Wie gesagt, die Preiserhöhung betrifft die Barbe, was natürlich super ist, auch für den Bernsteinsee. Es betrifft die Zerte, den Aaland, Nase, Rotfeder, Kaulbarsch. Das wird bestimmt wild. Gründling, Schläfergrundel schon wieder. Die wurde ja auch erst erhöht. Ja, und das sind quasi so die wichtigsten oder die Fische. Wobei ich die Barbe nicht ganz da irgendwie fühle, die Zerte auch weniger. Aber das ist natürlich auch ganz nett. Nehmen wir natürlich gerne mit. Kaulbarsch und Gründling, da bin ich übelst gespannt. Ihr wisst selbst jetzt schon, wer jetzt schon einige Tutorials gesehen hat von mir, es gibt immer wieder auch wichtige Hinweise, wo Kaulbarsch gut läuft. Und Kaulbarsch, damit kann man richtig gut Catch machen, gerade im Anfangsbereich. Wenig Verschleiß und richtig gut Silber, vor allem wenn es dann auch noch Kaffeeaufträge gibt. Dann wurden die Rollen und Ruten ein wenig überarbeitet. Das bedeutet, es gibt bei manchen Rollen alte Versionen gar nicht mehr. Die wurden grundsätzlich überarbeitet. Sowas wie die Spark 2000, die Spark 3000, Libra 2000, Libra 3000, die Lacertis, die Lagoons und die Hydras. Also die Routen wurden komplett überarbeitet. Da gibt es jetzt neue Versionen von. Und die werden höchstwahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr Power haben. Ne? Da steht es auch drin, mit einer größeren Bremskraft. Das heißt also, auch in dem Bereich wird es dann ein bisschen einfacher. Des Weiteren wurden manche etwas Kampf oder wurde die Kampfkraft mancher Fische reduziert. Gerade die Fische, die auch im Anfangsbereich interessant sind oder die vielleicht Schwierigkeiten bereiten. So zum Beispiel der Hecht, der Barsch und der Aaland, dass die quasi da nicht mehr so viel Radau machen. Die Lebensräume und Aktivitäten bzw. auch die Vorlieben der Fische am Moskitosee wurden überarbeitet. Bedeutet im Großen und Ganzen bzw. das Ziel ist, dass der Moskito als Startgewässer jetzt, als erstes Gewässer, deutlich interessanter wird, um für Anfänger das Angeln leichter zu machen. Inwieweit wir jetzt an diesem Gewässer ultimativ Silber rausziehen können und ordentlich skillen, leveln, also das Grundangeln oder das Posenangeln leveln können und so weiter, das wird sich jetzt zeigen. Das werden wir natürlich auch testen, ausgiebig, inwieweit das Auswirkungen hat, ja, auf den Verdienst. Und zusätzlich gibt es dann noch die Information, dass sich auch da, also am Moskitosee, am Windenbach und nochmal am Koori, das Erscheinungsbild der Gewässer leicht verändert hat. Das heißt also, da gibt es leichte Veränderungen an den Gewässern. Schauen wir mal, wie sich das dann ergibt oder was da effektiv verändert wurde. Ob es dann in Richtung anderer Texturen geht oder sowas. Also ein leicht verändertes Erscheinungsbild. Heißt also jetzt nicht grundlegend, aber man wird wohl eine Veränderung sehen können. Ja, ein ganz wichtiger Punkt auch fürs Anfangsangeln, aber auch fürs spätere und Midgame-Angeln. Das Posenangeln wurde überarbeitet. Die Effektivität des Posenfischens wurde erhöht. Und das ist verdammt gut, denn Posenangeln war immer so ein bisschen tricky. Es war zwar als Stipper schon ganz gut, man konnte als Stipper in einer sehr, sehr guten Frequenz auch selbst gegen drei Grundruten gut mithalten, weil man eben die Fische sehr schnell und effektiv rausziehen kann. Aber gerade für den Anfangsbereich, und ich hatte vor einigen Monaten schon mal wieder einen Tutorial-Account gemacht, der nur auf Pose war,
Und auch da muss ich sagen, hatte ich einige Schwierigkeiten, so einen einfachen Giebel- und Karauschenspot irgendwie effektiv zu bearbeiten. Da gab es dann immer wieder auch Spots, wo man mal einen großen Fisch hatte und dann ganz oft auch viel Kleinkram dabei war. Ob sich das nun ändert, auch da bin ich natürlich absolut gespannt. Auch das wird natürlich in einem Anfänger-Tutorial ausgiebig getestet. Ja, dann gibt es natürlich noch einige Informationen so im Allgemeinen. Zum einen wurde von die Bremskraft der Rollen ein bisschen detaillierter dargestellt. Dann gibt es Einstellungsmöglichkeiten. Dann wurde ein Skillpunkt hinzugefügt, den ich nicht so ganz fühle, dass man präziser Auswurf nennt er sich, dass man präziser auswirft, dass sich die Aufladegeschwindigkeit der Actionbar oder des Auswurfbalkens nicht so schnell erhöht. Weiß ich nicht, wer es braucht, aber ist vielleicht für manche interessant, wenn man da schön gemächlich unterwegs sein will. Dann wurden natürlich auch wieder die Fische neu eingesetzt sozusagen. Das heißt, Fischmigration hat stattgefunden. Wir müssen also jetzt wieder neue Spots suchen, was eigentlich immer ganz gut ist. Man sucht ja eigentlich immer ganz gerne, was auch wieder neu funktioniert. Dazu kommen dann natürlich auch die anderen Vorlieben von Ködern. Heißt also, wir haben jetzt vielleicht doch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, mit verschiedensten Ködern quasi die Fische zu finden. Grundsätzlich gab es halt einige Änderungen, die eben noch so ein bisschen, na, ich sag mal, rein technischer Natur sind. Ich verlinke die Patch Notes einfach auch nochmal unterm Video. Da gibt es nochmal Veränderungen zu verschiedenen Light, Ultralight und Medium Light Routen, beziehungsweise auch Medium Hard Routen, dass da die Routen ein bisschen überarbeitet worden sind. Da heißt es also, dass die Stärke einiger Routen der Einstiegsklasse erhöht wurden, wobei ich sehe da auch schon die Legend zum Beispiel, UL Legend mit da drin, verwende ich ja auch immer noch. Ja, das ist schon ein wahnsinnig gutes Gerät und wenn da auch mehr Tragfähigkeit drauf ist, gar nicht so schlecht, wird quasi das Ultralight-Angeln, ja, ich sag mal, vielleicht einfach weniger Verschleiß haben, denn letzten Endes, man bleibt ja ungefähr auf gleicher Schnurstärke. Heißt also, die Tragkraft oder beziehungsweise die Auswirkung an Gewicht wird quasi nur dadurch reduziert, dass die Tragkraft erhöht wird. Und letzten Endes haben wir ja gar nicht mehr Last da drauf, wenn wir jetzt hier nicht einfach ins Tryharden gehen und vielleicht mit geschlossener Bremse da reinballern. Ja, dann kann man da, glaube ich, ganz gut jetzt auch mit den etwas, ja, ich sag mal, weniger interessanten oder weniger hochwertigen Ultralight-Sets vielleicht doch schon ordentlich was rausziehen. Auch das schaue ich mir nochmal im Detail an. Ich habe mir sämtliche Ultralight- und Light-Routen vorher nochmal angeschaut und, ja, ich sag mal, gespeichert sozusagen. Und dann werden wir schön im Detail auch nochmal reinschauen, was sich denn da effektiv geändert hat und welche von den Sets sich vielleicht auch in der Zukunft dann noch lohnen wird. Ob es da vielleicht auch im Mit- oder Anfangsbereich schon UL-Sets gibt, die sich dann schon lohnen. Ja, nach den ganzen Änderungen, die wir jetzt hier gehört und gesehen haben, haben wir eine Änderung, die vielleicht grundsätzlich erstmal ein bisschen negativ wirkt. Und zwar wurde das Weitergeben des Tickets, des Bootstickets, was man für Silber gekauft hat, das wurde untersagt sozusagen. Hat wohl den Grund, dass diese Tickets zum einen quasi fast als Währung verwendet worden sind, bei den Preisen natürlich nicht verwunderlich, hat aber wohl auch noch einen weiteren Grund, der wohl in den nächsten Patches liegt. Und was sich dann da ändert und inwieweit das dann noch interessant wird, dass man Bootsticket nicht weitergeben kann, bin ich auch sehr gespannt, inwieweit sich das quasi jetzt demnächst dann aufs Game noch weiter auswirkt. Tja, das sind im Großen und Ganzen die Patch Notes. Das ist jetzt quasi der Stand der Dinge. Ich teste auch nochmal eben, ob man sich anmelden kann. Nein, immer noch nicht. Das heißt also jetzt kurz nach 10 noch nicht möglich. Wir warten also noch ein wenig und dann gehen wir rein und dann gehen wir natürlich auch rein mit einem neuen Account und schauen uns an,
was denn da jetzt am Tutorial verändert worden ist. Ich bin übelst gespannt, wie das aussieht. Das Video folgt natürlich direkt heute Nachmittag. Also bleibt gespannt, wenn noch nicht geschehen, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, damit du dann auch die nächsten Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal, Petri.